Leute, habt ihr noch ein bisschen Lust und Zeit? Ich sehe, einige sind schon nach Hause gegangen. Ich sag euch, die verpassen was. Vielleicht kommen sie auch noch mal wieder, keine Ahnung. Weil wir legen noch immer eine Schippe heute drauf und jetzt gibt's nur noch Musik, jetzt gibt's nur noch was auf die Ohren. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf wirklich auf die kommenden Künstler. Und zwar begrüßt jetzt mit mir El Alemán. Hola amigos, mein Bühnenname El Alemán con la Guitarra Española stammt ja noch aus einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung schien und ich mit meinem spanischen Programm unterwegs war. Die Zeiten haben sich leider geändert und ich musste neue Lieder schreiben. Lieder aus einer Zeit, aus der ich oft nur noch fliehen möchte. Selbstständig zu denken, wo keiner mehr vertraut dem eigenen Instinkt, die längst verlernt hat, selbstständig zu denken, wo keiner mehr vertraut dem eigenen Instinkt. Nicht aus einer Zeit fliehen, höchstens aus einem Land. Aber wohin? In meinem Lieblingsland Spanien hatten sie damals sogar
die Strände abgesperrt und mit Polizeibooten wurde Jagd auf Surfer gemacht. Ganz großes Kino. Doch dieser Film ist noch lange nicht zu Ende. Politdarsteller so ansieht, könnte man denken, das, was sie tun, dass sie das aus purer Dummheit tun. Doch ich bin überzeugt davon, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Denn diejenigen, die ihnen diese Macht übertragen haben, würden alles dafür tun, dass sie genau das tun, was sie gerade tun. Erwähnen wollte ich noch ganz kurz, dass diese Herrschaften dort oben einen Amtseid geleistet haben und geschworen haben, mit all ihrer Kraft dem deutschen Volke zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden. Und
dass ein Meineid in diesem Land immer noch eine Straftat ist. Nachzulesen im Strafgesetzbuch, Paragraph 154. Ich finde, das Maß ist voll. Wir hatten einen Vertrag, den ihr gebrochen habt. Er wurde immer mehr für uns zur Bürde. Denn ihr habt nicht nur versagt, habt gelogen und gewagt, es zu stehlen. Wir brauchen euch nicht mehr, das Maß ist voll, wir werden euch entlassen. Seht, unsere Taschen sind längst leer, geplündert habt ihr alle vollen Kassen. Ich freue mich jetzt auf, mit euch zusammen natürlich, auf Jan Son King.